Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie herzlich aus der Pfarrkirche St. Martin in Zifflich. Mein Name ist Christoph Scholten, Pfarrer in Kranenburg, Niel, Wielau und Zifflich. Ich stehe hier im Seitenschiff der Pfarrkirche in Zifflich und ich möchte die Reihe der Fensterbilder von Ludwig Bauer weiter erklären. Ich stehe heute unter dem Bild, unter dem Fenster, das den Propheten Ezechiel zeigt. Auf den ersten Blick eher ein Bild mit einer, das in die Fasten- oder in die Osterzeit hineinpasst. Da ist einmal zu sehen, sind Totenskelette, sind Totenköpfe, Sinnbild dafür, dass der Prophet Ezechiel in einer Vision zeigt, wie auf einem riesigen Feld Knochen, Skelette auf einmal wieder zum Leben erweckt werden. Das ist bei Ezechiel noch nicht Ausdruck des Glaubens an die Auferstehung der Toten, sondern die Hoffnung auf eine nationale Wiedergeburt, auf einen Neuanfang. Israel soll befreit werden von Fremdherrschaft, von Sklaverei, von Knechtschaft und soll wieder als Nation neu erstarken. Für uns Christen mit christlicher Brille gelesen, einmal ein Hinblick, ein Hinweis auf die Auferstehung der Toten, dass Gott einen neuen Anfang setzt. Und zugleich steht es für mich für den zweiten Aspekt des Advents. Es geht ja nicht nur um die Erwartung oder die Feier der Erwartung der ersten Ankunft Christi, sondern auch um die Erwartung der Wiederkunft Christi. Wir Christen leben in der Spannung, dass mit der ersten Ankunft Jesu das Reich Gottes schon angebrochen ist, dass es aber in seiner Vollendung noch aussteht. Das Lied O komm, Emmanuel bringt dies wie folgt zum Ausdruck. O komm, Emmanuel, nach dir sehnt sich dein Israel. In Angst und Elend liegen wir und flehen voll Sehnsucht auf zu dir. Und dann die gute Zusage, bald kommt dein Heil, Emmanuel, frohlock und jauchze, Israel. Als Christen dürfen wir in diesen Jubel einstimmen, einmal weil wir davon überzeugt sind, ja, mit Jesu Geburt ist das Reich Gottes schon angebrochen und zugleich mit der sehnsüchtigen Erwartung und seiner Wiederkunft wird es sich vollenden. Und wir sind als Christen herausgefordert, in dieser Spannung zwischen dem schon angebrochenen, aber in seiner Vollendung noch ausstehenden Reich Gottes alles dafür zu tun, was in unserer Macht steht, dass auch durch uns, indem wir uns Gott als Werkzeuge zur Verfügung stellen, unsere Welt gerechter, friedvoller, barmherziger wird. Und dass wir zugleich auch die Hoffnung bezeugen, das, was auf Erden bruchstückhaft bleibt, das, was hier auf Erden nicht mehr zu heilen ist, letztlich, wenn Menschen gestorben sind, dass sie nicht im Nichts enden, sondern in Gottes Liebe geborgen, aufgehoben und vollendet werden. Also wirklich ein adventlicher und österlicher Gedanke zugleich.